Unsere wahrgenommene Realität, die verschiebt sich zu unerreichbaren Idealvorstellungen mit verheerenden Folgen. Wir glauben, etwas sein zu müssen, das wir gar nicht sein können. Als ich kleiner war, zugegeben bei meiner Körpergröße kaum vorstellbar, aber da gab es einen Punkt, an dem ich dachte, verdammt, sind meine Eltern komisch. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum. Meine Eltern, die waren einfach nicht normal. Die waren in meinen Augen ziemlich verrückt und vor allen Dingen hatten die ein ziemlich schräges Verhalten. Also ihr müsst euch mal vorstellen, die haben im Urlaub freiwillig Bücher gelesen. Die sind freiwillig zu Seminaren und Fortbildungen gegangen und sie haben auch freiwillig Reden vor großem Publikum gehalten. Und vor allen Dingen sind sie auch als Unternehmer große Risiken eingegangen. Mein Vater widmet sich seit schon mehr als 30 Jahren seinem Herzensthema Marketing und Vertrieb. Und wenn es ums Business geht, dann ist der, naja, auf Neudeutsch könnte man sagen, on fire. Der brennt so richtig für sein Thema und offen gestanden, vielleicht kennt der ein oder andere ihn, der kann gar nicht aufhören, darüber zu reden. Und meine Mutter, die hat sich mit Ende 50, nachdem wir Kinder alle aus dem Haus waren, sich auch selbstständig gemacht und sich ihrem Herzensthema gewidmet. Und wenn sie darüber spricht, dann sprudelt sie nur so vor Euphorie. Und früher dachte ich immer, irgendwie im Vergleich zu anderen Eltern, sind meine Eltern irgendwie anders. Die reden anders, die verhalten sich anders, die denken anders. Und ich habe mich immer gefragt, wie passe ich in das Gesamtbild rein? Springen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft zu meinen Studentenzeiten. Studenten haben in der Regel ein großes Problem. Sie haben sehr viel Zeit und sehr wenig Geld. Zumindest ging das mir damals so. Und Gott sei Dank hat mein Vater mich dann irgendwann gefragt, du Konstantin, willst nicht bei uns im Familienunternehmen anfangen? Du kannst uns bestimmt gut unterstützen und kannst dir was dazu verdienen. Ich dachte mir, Jackpot, wie geil ist das denn? Weil ich muss mich nirgendwo bewerben. Naja, und so begann dann meine Reise bei uns im Familienunternehmen, Institut für Story Marketing, wo wir Unternehmer und Selbstständige bei ihrer Markenkommunikation unterstützen, mit Geschichten mehr Menschen zu erreichen und mehr Kunden zu gewinnen. Und während ich dort gearbeitet habe, da war ich dann auf einmal umzingelt von noch viel mehr Menschen, die so ähnlich waren wie meine Eltern. Und die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, war, nehmen die alle die gleichen Drogen oder was? Aber das sollte sich ändern. Ich habe dann durch meine Arbeit sehr viel mit Unternehmern sprechen dürfen und die erzählten mir alle etwas von einer Freiheit, einer Selbstbestimmtheit und einem selbstbestimmten Leben, aber auch von Herausforderungen und Wachstum. Und irgendwie hat dieses Gefühl von Freiheit irgendwas mit mir gemacht. Und vielleicht kennt der ein oder andere das auch, eure Eltern sagen euch 100-mal das Gleiche und ihr hört einfach nicht, ihr wollt einfach nicht drauf hören. Und plötzlich sagt jemand, vielleicht jemand Wildfremdes zu euch, eins zu eins das, was eure Eltern euch schon immer gesagt haben, und plötzlich macht es Klick. Und genauso war das dann auch bei mir. Dieser Unternehmer-Lifestyle, dieses Anderssein, mal den Status quo zu hinterfragen, das begann auf einmal attraktiv zu werden. Und dann habe ich angefangen, unsere Kunden zu interviewen. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin dankbar für jeden, der sich damals mit mir als 20-Jährigen damals unterhalten hat. Und ja, was habe ich mit denen gemacht? Ich habe zwei Dinge getan. Erstens, ich habe unglaublich viel neugierig hinterfragt. Und zweitens habe ich noch viel mehr beobachtet. Ich wollte wissen, wer von denen ist erfolgreich und glücklich? Wer ist vielleicht nur erfolgreich und wer ist nur glücklich? Und als ich dann mit denen gesprochen habe, haben die mir auch oft von ihren Vorbildern erzählt. Und das Spannende war, oft haben die mir die gleichen Namen genannt. Zum Beispiel Steve Jobs, Elon Musk, Sir Richard Branson. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn an denen so besonders? Was ist das entscheidende Schlüsselverhalten dafür, dass du 10.000 Menschen für dich und deine Idee gewinnst, deine Idee zu verwirklichen, alle an einem Strang zu ziehen, und noch viel mehr, 1 Million Menschen von sich selbst und seinen Produkten und Dienstleistungen zu begeistern und zu überzeugen. Wie schafft man es, so viele Anhänger für sich zu gewinnen? Und auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage hatte ich eine extrem coole Erkenntnis. Jeder, der erfolgreich und glücklich war, also wir sprechen nicht über die, die nur erfolgreich waren oder die, die nur glücklich waren, sondern die, die beides in ihrem Leben vereint hatten,
hatten ein entscheidendes Schlüsselverhalten. Sie waren authentisch. Sie waren auf ihre eigene, vielleicht verrückte Art und Weise authentisch. Sie konnten frei von Lebenssituationen erzählen, in denen es ihnen richtig gut ging. Aber noch viel mehr, sie konnten von Lebenssituationen erzählen, in denen es ihnen einfach nur richtig beschissen ging. Egal, worum es ging, sie konnten einfach frei erzählen, komplett ohne irgendwelche Fesseln. Und offen gesprochen, das hat sich einfach richtig gut angefühlt für mich. Und vielleicht kennt der ein oder andere die berühmte Steve Jobs Rede für die Stanford University, wo er über seine Schwächen spricht, dass er zum Beispiel nie sein Studium abgeschlossen hat. Oder wo er davon spricht, von seinen Problemen spricht, dass er zum Beispiel gerade seinen Krebs überwunden hat. Oder wo er davon spricht, als Kind von seinen Eltern abgelehnt worden zu sein. An diesem Punkt, mit dieser Erkenntnis, habe ich mir eins gesagt, ganz egal, wohin meine Reise geht, ganz egal, was ich mal in meinem Leben machen möchte, ich will immer authentisch sein. Doch offen gesprochen, das ist viel leichter gesagt als getan. Seitdem ich 19 bin, arbeite ich also bei uns im Familienunternehmen. Und ich habe meine sehr erfolgreichen Eltern auf der einen Seite, mit riesigen Fußstapfen, in die ich treten könnte. Und auf der anderen Seite unsere extrem coolen Unternehmerpersönlichkeiten, die mich persönlich tagtäglich inspirieren. Und ich stehe in dieser Mitte, in diesem Einflussbereich all dieser Menschen. Und in dieser Position, in dieser Situation ist es unglaublich schwierig, authentisch zu sein. Ich meine, muss ich mich verstellen, wenn ich mit einem Millionär spreche? Muss ich mich verstellen, wenn ich mit jemandem spreche, der doppelt oder dreimal so alt ist wie ich? Oder muss ich mich verstellen, weil ich vielleicht noch nicht die Erfahrung habe, die zum Beispiel mein Dad nach 30 Jahren Business mitbringt? Es ist eine unglaubliche Herausforderung, seine eigene Lebensgeschichte zu schreiben, authentisch zu sein und sich vor allem bewusst darüber zu sein, wer man selber ist und wer man werden möchte. Das heißt, seine eigenen Werte zu entwickeln, seine eigene starke Persönlichkeit aufzubauen und vor allen Dingen seine eigenen Fußstapfen für diese Welt zu kreieren und zu hinterlassen. Und ich möchte euch mein Lieblingszitat mit auf den Weg geben, das jeden von euch erlaubt, mal den Status quo zu hinterfragen, mal anders zu denken und wenn ihr eine verrückte Botschaft habt, die mit dieser Welt zu kommunizieren. Und dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1997 aus der Think Different-Kampagne von Apple. An alle, die anders denken, die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die Querdenker, die, die sich in kein Schema pressen lassen, die, die Dinge anders sehen. Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. Das Einzige, was wir nicht tun können, ist sie zu ignorieren, weil sie Dinge verändern, weil sie die Menschheit weiterbringen. Und während andere sie für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind, zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun. Und ich habe mir eins gesagt, ich bleibe genauso verrückt und authentisch wie meine Eltern, wie unsere Kunden, damit auch ich irgendwann mal eine Delle ins Universum hauen kann. Doch ich habe mir die Frage gestellt, warum fällt es uns Menschen so schwer, beruflich wie privat authentisch zu sein? Und ich persönlich glaube, dass das einen Großteil mit der Fake-Gesellschaft zu tun hat, in der wir leben. Ich meine, wir müssen ja nur mal zu Social Media schauen. Wenn wir durch unseren Instagram oder Facebook Newsfeed durchscrollen und wir sehen das perfekte Leben des anderen. Wir sehen das extrem erfolgreiche Business des anderen. Und wir fragen uns vielleicht, warum es uns in diesem Moment so beschissen geht. Oder warum wir vielleicht gerade nicht auf dieser Erfolgswelle reiten. Wir sehen nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was da abgeht. Was davor passiert, dahinter passiert oder sogar währenddessen, haben wir absolut keine Ahnung. Ich habe mir mal eine kleine Rechenaufgabe gegeben. Und wenn jemand 20 Instagram-Stories an einem Tag macht, ich persönlich finde das schon sehr viel, und so eine Instagram-Story, die hat 15 Sekunden.
Das heißt, wenn du 20 Stück davon an einem Tag machst, dann sind das 5 Minuten. Und wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, dass ein Tag 24 Stunden hat und dementsprechend 1440 Minuten. Das heißt, diese 5 Minuten, die wir auf Social Media von jemandem sehen, sind 0,3% seines Tages. Das ist ein winziger Ausschnitt. Wir erhalten ein verzerrtes Bild der Realität. Und das Schlimme ist, dass wir, wenn wir uns diese Realität anschauen, ja, wie soll ich sagen, irgendwie geblendet werden. Wenn wir zum Beispiel irgendwelche Bilder sehen, dann wurden die sehr wahrscheinlich bearbeitet. Wenn wir dann irgendeinen blauen Himmel sehen, dann strahlt dieser Himmel so blau, wie wir ihn in echt haben, noch nie blau strahlen sehen. Oder wir sehen irgendwelche schönen grünen Augen, die so grün funkeln, wie wir sie in der Realität haben, noch nie grün funkeln sehen. Und hübsche Models mit schönen Figuren, die werden in mehrstündigen Photoshop-Sessions zu Idealen aufgewertet, die für uns unerreichbar sind. Unsere wahrgenommene Realität, die verschiebt sich zu unerreichbaren Idealvorstellungen mit verheerenden Folgen. Wir glauben, etwas sein zu müssen, das wir gar nicht sein können. Und weil diese Idealwelt, diese Idealvorstellungen kaum noch bedient werden können, stellen Unternehmen Behauptungen auf, die sie niemals erfüllen können. Vielleicht kennt ihr das noch. Persil wächst weißer als weiß. Unternehmen, die verstecken sich hinter irgendwelchen Aussagen irgendwelcher anonymen Agenturen. Sie belügen sich selbst und sie belügen vor allem uns als ihre Kunden. Und das Resultat daraus? Wir trauen uns nicht zu zeigen, wer wir sind, weil wir Angst haben, nicht akzeptiert zu werden. Und das Schlimmste für mich ist eigentlich, dass wir im Business zwischen allen Zahlen, Umsatz und Gewinn, vergessen, dass es um Menschen geht. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hat sich bei mir ein Coaching gebucht. Und es sollte um ihre Funnel-Architektur gehen, also um die Kundenerlebnisreise. Mit welcher Story kann ich in meinem Markt Aufmerksamkeit generieren und mit welchen Stories kann ich Menschen zu begeisterten Kunden von mir machen? Und ihre erste Frage an mich war: Konstantin, ich muss, bevor wir loslegen, mich entscheiden, bin ich im B2C oder im B2B-Markt tätig? Also Business-to-Customer oder Business-to-Business unterwegs. Und ich musste kurz innehalten und habe dann zu ihr gesagt: Weißt du, ob du B2C bist oder B2B, das wird sich irgendwann früher oder später ergeben, in welchem Markt du bist. Aber seien wir doch mal ehrlich, ob wir mit Unternehmen oder mit Endkonsumenten sprechen, wir sprechen doch immer mit Menschen. Und von daher gibt es für mich aus der Kommunikationsperspektive heraus nur ein P2P, ein People-to-People-Business. Und wenn wir festhalten, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, dann stellt sich doch legitimerweise die Frage, wie können wir vor allem im Business authentisch kommunizieren? Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Indem wir das tun, was wir schon immer getan haben, nämlich Geschichten erzählen. Aber nicht irgendwelche. Ich dachte früher, dass wir bei uns im Familienunternehmen für unsere Kunden Geschichten erfinden. Bis zu einem entscheidenden Anruf. Es hatte sich eine Dame bei uns beworben, die wollte Coach werden, Story Coach. Und deshalb gab es eine Telefonkonferenz zwischen der Dame, meinem Vater und mir. Und ich erinnere mich noch genau an die Worte meines Vaters, der sagte: Deine Aufgabe als Coach ist es nicht, Geschichten zu erfinden, weil dann wären sie nicht authentisch. Jede Geschichte, die ist immer schon da, sie ist vielleicht nur verschüttet und unsichtbar. Deine Aufgabe als Coach ist es, diese Geschichte herauszukristallisieren und sie vor allen Dingen zu einer spannenden Geschichte mit einer Hauptbotschaft zu verdichten. Und an dem Tag ist mir ein Licht aufgegangen. Es geht nicht darum, irgendwelche Geschichten zu erzählen, sondern es geht darum, authentische Geschichten zu erzählen. Wir müssen uns wieder auf die Echtheit als Mensch zurückbesinnen, auf den Wert, den wir für andere Menschen haben. Und wenn wir das tun, wenn wir authentisch kommunizieren, hat das drei entscheidende Vorteile. Erstens, authentische Geschichten zeigen Schwäche. Weil ganz ehrlich, wir haben doch alle die Schnauze voll von diesen glattpolierten Verkäufertypen und diesen glattpolierten Unternehmen da draußen.
Geschichten, die Probleme und Fehler offenbaren, verbinden uns Menschen auf einer tiefen emotionalen Ebene. Denken wir nochmal an Steve Jobs und seine Stanford-Rede, wo er darüber spricht, sein Studium nicht abgeschlossen zu haben oder wo er davon spricht, seinen Krebsgrad besiegt zu haben oder eben als Baby von seinen Eltern abgelehnt worden zu sein. Plötzlich sehen wir Steve Jobs nicht mehr als das unantastbare, unerreichbare Genie, sondern wir spüren ihn als Menschen. Und es entsteht eine emotionale Verbindung zu ihm, die wir Menschen lieben und vor allen Dingen auch in unserem Leben brauchen. Und das Zweite ist, authentische Geschichten, die sind wahr und ehrlich. Wie cool ist das denn? Denken wir mal an einen Elon Musk. Elon Musks Vision ist es, das Transportwesen des 21. Jahrhunderts zu verändern. Und er stellt sich auf die Bühnen dieser Welt, wahre Geschichte, an einem Wochenende und sagt sowas wie sinngemäß, hey, ich habe eine Idee von einem Elektroauto, einem Tesla, nur ich besitze weder das Geld noch die Infrastruktur, sprich die Fabrik, um dieses Auto in Serie zu produzieren. Mein Vorschlag an euch, ihr zahlt mir 1.000 Euro, 1.000 Dollar, was auch immer an, dann nehme ich euer Geld und baue diese Fabrik, damit ich euch, wenn ihr Glück habt, in 2 Jahren euer Auto ausliefern kann. Ist Elon Musk verrückt? Ja, der Kerl hat absolut einen an der Klatsche. Ist Elon Musk ehrlich und authentisch in seiner Kommunikation? Absolut. Und hat Elon Musk an diesem Wochenende 250.000 Vorbestellungen für seinen Tesla erhalten und damit 250 Milliarden Dollar eingesammelt, um die Fabrik zu bauen? Ja. Und als Drittes, authentische Geschichten wecken Emotionen. Wir haben bei uns das schöne Zitat, Storytelling beginnt dann, wenn unsere Kunden anfangen, mit ihren Ohren zu sehen. Geschichten führen zu Bildern, zu einem Film im Kopf unseres Zuhörers, den er sehen kann. Und wenn Menschen etwas sehen können, dann können sie die beschriebene Situation emotional nacherleben. Und wenn er das tut, dann sind wir bei ihm nicht mehr im Kopf angekommen, sondern vor allen Dingen auch im Herzen angekommen. Geschichten führen zu Bildern. Und Bilder führen zu Emotionen und Emotionen führen zu Verbindungen. Und ich bin der Meinung, dass wir in unserem Leben und gerade im Business mehr emotionale und authentische Verbindungen brauchen, wenn wir etwas Großes in dieser Welt bewirken wollen. Und deshalb möchte ich mich von euch mit folgendem Satz verabschieden. Erst wenn der Mensch sein Herz auf der Zunge trägt und seine Seele sich in seinen Augen widerspiegelt, ist er authentisch. Vielen Dank. Dankeschön. Konstantin Christiani.